Hallo Freunde! Dieser Sonnenuntergang war nur ein Highlight auf meiner rund 16 Kilometer langen Wanderung im Süden von Dresden. In diesem Video nehme ich euch mit auf eine kleine Reise durch den Schnee. Wir lassen uns gemeinsam von gigantischen Aussichten begeistern, lauschen zusammen den Geräuschen der Natur und lernen ganz nebenbei noch etwas über die Geschichte ausgewählter Orte im Dresdner Süden kennen. Also, ab geht's! Start unserer Reise ist auf der Donauer Straße, Ecke Karl-Laux-Straße. Dort befindet sich ein gut erreichbarer Parkplatz, wo man das Auto problemlos abstellen kann. Direkt daneben ist auch ein Einkaufszentrum, in dem man noch letzte Besorgungen machen kann. Ein paar Meter weiter befindet sich auch noch eine Tankstelle. Wir starten vom Parkplatz, lassen das Einkaufszentrum links, die Tankstelle rechts liegen und erreichen nach etwa 600 Metern den Zugang zum Heidenreichweg. Der Heidenreichweg liegt im Stadtteil Neuostra, führt uns entlang des Kreuzgrabens, in dem der Leubnitzbach fließt, hatte 1898 noch den Namen Dammweg und wurde dann 1926 nach der Eingemeindung von Leubnitz-Neuostra zu Dresden in Heidenreichweg umbenannt. Das geht auf den Ortschronisten von Leubnitz, Eduard Heidenreich, zurück. Am nördlichen Ausgang des Friedhofes von Leubnitz-Neuostra hat der Weg eine kleine Besonderheit zu bieten. Er führt dort über zwei kleine benachbarte Brücken. Früher Pastoren- und Plattenbrücke bezeichnet, heißen die beiden heute Engels- und Teufelsbrücke. Letztere ist aus einem einzigen Sandsteinblock gefertigt und gilt auch als die kürzeste Brücke von Dresden. Der Name des Baches ist an das alte Dorf Leubnitz angelehnt. Heute ist es der Stadtteil Leubnitz-Neuostra. Ein weiterer Name dieses Baches ist der Heilige Born, bezogen auf die Quelle im Mittellauf. Die große Bedeutung des Leubnitzbaches war seinerzeit die Wasserversorgung der Festung Dresden. Am Ende vom Heidenreichweg folgen wir dem Bachbett nach links und erreichen nach etwa 200 Metern den Klosterteichplatz. Im Laufe der Zeit hatte der Klosterteichplatz schon viele Namen. 1899 hieß er noch am Teichplatz. 1908 wurde er dann in Königsplatz umbenannt und schlussendlich nach der Eingemeindung von Leubnitz-Neuostra zu Dresden hieß er dann 1926 Klosterteichplatz. Wir folgen von hier etwa einem Kilometer lang der Friebelstraße. Leicht bergauf laufen wir an zahlreichen Häusern unterschiedlicher Zeiten vorbei. Bemerkenswert ist die schleichende Veränderung der Bebauung. Große Vorstadthäuser werden von einer ländlichen Atmosphäre abgelöst. Oben angekommen können wir über die Felder auf der linken Straßenseite bereits erahnen, wie weit uns unsere Wanderung noch führen wird. Am Horizont erkennen wir die goldene Höhe. Links neben dem Baum steht ein Sendemast, an welchem wir später noch direkt vorbeilaufen werden. Wir haben nun endgültig das Stadtgebiet verlassen. Wenige hundert Meter vor unserem nächsten Etappenziel können wir eine kleine Pause einlegen, bevor es vorbei an diesen Höfen direkt nach Altgostritz geht. Die Bezeichnung Altgostritz beschreibt seit 1926 den alten Dorfkern von Gostritz. Bis dahin hatten die Häuser im gesamten Dorf einfach eine durchlaufende Nummerierung ohne genauere Straßennamen. Man nannte den Dorfkern schlicht Mitte des Ortes. Im heute unter Denkmalschutz stehenden Dorfkern steht eine Wegsäule, auf welcher die Richtungsangaben, beispielsweise nach Mockritz oder Strehlen, zu finden sind. Unser Weg führt uns in Laufrichtung nach links, auf der Säule mit nach Rosentitz und Nödnitz gekennzeichnet. Wir haben nun einen weiteren kurzen Anstieg vor uns. Gleich hinter den letzten Häusern haben wir aber zur Belohnung auf der rechten Seite einen wunderschönen Blick auf die Hänge von Kleinpestitz und Mockritz. Der Weg nach Rosentitz führt uns durch ein Wintermärchen, vorbei an kleinen Wäldchen und endlosen Feldern. Wenig später unterqueren wir die Autobahn A70. Zwischen den Anschlussstellen Dresden-Südvorstadt und Dresden-Polis überspannt die 225 Meter lange Autobahnbrücke den Nödnitzbach, etwa 500 Meter vor dem Autobahnrastplatz am Nödnitzgrund in Fahrtrichtung Prag. Hinter der Brücke durchqueren wir eine kleine Häusergruppe. Die Aufnahmen zu diesem Video konnte ich berufsbedingt leider nur sehr spät am Nachmittag machen und legte jedes Mal einen Teil der Route nach Sonnenuntergang zurück. An einem Abend konnte ich deshalb jedoch diesen farbgewaltigen Sonnenuntergang kurz vor unserem nächsten Etappenziel, der Ortschaft Rosentitz, aufnehmen.
Wir haben nun Rosentitz erreicht. Dank der kahlen Bäume haben wir einen guten Blick über den Nödnitzbach auf das Schloss Nödnitz. Das Schloss wurde 1453 von Bistum Meißen an die sächsische Kurfürsten übergeben und erhielt 1630 seinen Renaissancebau von Heinrich von Taube, der es ein Jahr zuvor gekauft hatte. Ab 1740 beherbergte das Schloss die öffentlich nutzbare Privatbibliothek von Heinrich Graf von Bünau. Sie umfasste etwa 42.000 Bände und bildete den Grundstock der heutigen sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek. Heute befindet sich das Schloss in Privatbesitz. Auch in Rosentitz steht eine Wegsäule mit Richtungsangaben, beispielsweise nach Dresden oder Euschütz. Sie zeigt uns aber auch zuverlässig an, welche Richtung wir nach Nödnitz einschlagen müssen. Unterhalb des Schlosses biegen wir vor der Brücke nach links ab und laufen von dort für etwa mehr als einen Kilometer im Lauf des Nödnitzbaches entgegen. Der Bach hat seine Quelle in Bannewitz. Von dort schlängelt er sich etwa 4,5 Kilometer bis nach Dresden. An der Gostritzer Straße mündet er schließlich in den Keitzbach. Bereits nach 200 Metern erreichen wir einen kleinen Damm. Ich vermute, dass dieser eine Art Pufferzone darstellt, um das Brückenbauwerk der Straße zu schützen. Sollte der Nödnitzbach nach starken Regenfällen oder Schneeschmelze ungewöhnlich viel Wasser führen, wird dieses an diesem Damm gesammelt. So kann verhindert werden, dass das Brückenbauwerk durch Treibgut oder Wasser beschädigt oder sogar überflutet wird. Entlang des Weges gibt es in größeren Abständen Sitzgelegenheiten mit Blick auf den Bach. Aber auch so lädt der Bachlauf immer wieder zum Verweilen ein. Etwa auf halber Strecke steht eine Schutzhütte mit Sitzgelegenheiten. Hier kann man sich bei Bedarf ausruhen oder vor einem Regenguss in Sicherheit bringen. Natürlich fällt auch hier der Blick auf den Bach. Wir folgen weiter dem Weg entlang des Baches. Der weitere Verlauf des Weges führt uns noch über einige Brücken. Das kleine Tal wird zunehmend schmaler. Am Ende dieser Etappe scheint nach einem letzten Anstieg die Rückseite der Euschützer Mühle. Die Mühle wurde 1486 erstmals als Mühle erwähnt. Heute ist sie ein Landgasthof mit Pension. Dieser Weg führt uns auf der anderen Straßenseite zum Sportheim Bannewitz. Wir laufen quer über den Parkplatz und folgen dem Pfad zwischen den dahinterliegenden Gärten. Die kleine Holzbrücke stellt sicher, dass wir problemlos über den Graben kommen und auch bei Schnee den Anfang dieses Pfades finden. Hinter den Gärten bleiben wir einen Augenblick stehen und genießen den Rundumblick über die verschneite Wiese. Am Ende der Wiese treffen wir auf eine Straße, welche wir bergauf ein kleines Stück bis zur nächsten Kreuzung folgen. Dort laufen wir dann leicht links auf dem goldenen Höhenweg weiter nach oben. Der Wegweiser am linken Wegrand weist uns noch schwach den Weg zu unseren nächsten beiden Etappen. Wir laufen also in die angezeigte Richtung, erst zwischen wenigen Häusern und schließlich an einem Feld entlang weiter. Um die Ortsumfahrung zwischen Goppeln und Bannewitz zu überqueren, müssen wir einen kleinen Umweg bis zur Brücke rechts von uns machen. Rückenkopf aus haben wir eine gute Position, um unseren Blick kurz über Bannewitz schweifen zu lassen. Mit etwas Glück lässt sogar die Straße für einen Augenblick der Stille der Natur eine Chance. Wir überqueren jetzt die Brücke, unter welcher die Ortsumgehung Bannewitz-Goppeln, also die S191N, verläuft. Wir biegen direkt am Brückenende wieder nach links ab, um parallel zur Straße wieder auf die Linie vom Goldenen Höhenweg zu kommen. Vor uns liegt nun eine langgezogene Steigung hinauf nach Golich. Auf diesem gut 900 Metern Wegstrecke entlang eines riesigen Feldes bietet sich uns ein beeindruckendes Panorama über einen Teil von Dresden. Würden wir von hier zur Orientierung entlang des Weges eine Linie ziehen, dann verläuft diese entlang des Rudolf-Harbig-Stadions und der Gläsernmanufaktur. Im Bereich der Ortsgrenze von Heidenau bzw. Graubau auf der anderen Elbseite verschwindet das Stadtgebiet schließlich aus unserem Sichtfeld. Wir haben nun den höchsten Punkt unserer Wanderung erreicht. Der erste von drei Wegpunkten ist die Triangulationssäule Golich.
Diese 4 Meter hohe Säule wurde zum 140. Jahrestag der Aufstellung rekonstruiert und gilt als technisches Denkmal. 1865 wurde die Säule anlässlich der mitteleuropäischen Gradmessung und der königlich-sächsischen Triangulierung aufgestellt. Sie war in das Netz 2. Klasse mit insgesamt 158 Punkten integriert. Direkt daneben stand bis etwa 1967 das Berggasthaus Goldene Höhe. Die Geschichte dieses Gasthauses beginnt bereits 1844. Bis zum Jahr 1907 wuchs das Gasthaus schrittweise, bis es schließlich im Jahr 1908 seine größte Ausbaustufe als Berghotel mit Restaurant erreicht hatte. 1965 wurde das Gasthaus endgültig geschlossen und sich selbst überlassen. Heute zeugt nur noch diese Treppe von der Existenz des Berggasthauses Goldene Höhe. Wir folgen unserem Weg weiter, der uns nun ein kleines Stückchen bergab in die Ortschaft Hänichen führt. Verlängern wir den Verlauf der Straße symbolisch, dann blicken wir über den südlichen Teil von Hänichen auf eine Baumgruppe. Diese steht bereits am Rand von Possendorf. Bereits bei der ersten Gelegenheit, an der Goldenen Höhe, biegen wir nach links ab. Nach wenigen Metern können wir entweder der Straße weiter folgen, oder wir nehmen den Pfad nach links, welcher uns nach oben zurück an den Feldrand bringt. Ich habe mich für diesen Pfad entschieden und so haben wir nun einen imposanten Blick auf unseren nächsten Wegpunkt. In diesem Wäldchen liegt der Luna Park, eine kleine Anhöhe mit Sitzgruppe und einer überwältigenden Aussicht. Der Rundumblick startet Richtung Babisnau. In der Senke liegt Kreischer und endet hinter den Bäumen in Richtung Depoldeswalde. Direkt neben dem Lunapark erreichen wir nun den Funkturm Goldene Höhe Bannewitz. Er läutet nun endgültig die zweite Hälfte unserer Wanderung hin. Genießen noch ein letztes Mal die weite Sicht über das verschneite Feld. Blicken nun der nächsten Ortschaft auf unserem Weg entgegen, Rippje. Diesen Sonnenuntergang wollte ich euch nicht vorenthalten. Vom Funkturm aus verläuft der Gulichweg bis an die Ortsgrenze. Wir biegen nach rechts ab und folgen bergab der Bergstraße in die Ortschaft hinein. Die Kreuzung überqueren wir geradeaus und folgen nunmehr der Possendorfer Straße bis zum Ortsausgang. Unsere Route führt uns in einer langgezogenen Linkskurve weiter abwärts. Bevor ich aber den nächsten Wegpunkt erreichte, bot sich mir noch dieses beeindruckende Lichtspiel kurz nach Sonnenuntergang. Am Ende des Gefälles erreichen wir die Herrenteiche. Diese kleinen Teiche werden vom Eberbach gespeist und entstehen mit Hilfe einer kleinen Wehranlage. Hier ist eindrucksvoll zu sehen, wie schnell der Schnee wieder weg war. Zwischen dieser und der vorherigen Aufnahme liegen nur wenige Tage. Wir folgen der Straße noch ein kleines Stückchen bergauf. Unser Weg zweigt direkt vor den Bäumen nach links ab und führt uns am Feldrand entlang. Obwohl die Sonne bereits untergegangen war, konnte ich auch hier noch eine weitere beeindruckende Aufnahme machen. Der Gebergrund bietet auch Naturinteressierten Gelegenheit, sich näher zu informieren. Vor unserem nächsten Abzweig informiert diese Tafel über die Tiere im Gebergrund. Später informiert eine weitere noch über die Pflanzenwelt. Wir biegen an der ersten Tafel nach links ab. Nach einem stärkeren Gefälle überqueren wir die erste Brücke. Kurz dahinter haben wir an einer Gabelung die Möglichkeit zum Ausruhen, bevor wir nach rechts abbiegen und weiter parallel zum Bachlauf wandern. Unterwegs können wir an einigen Stellen bewundern, wie kreativ die Natur sein kann. Mit Schnee bedeckt sieht dieses Wurzelkonstrukt bereits sehr eindrucksvoll aus. Erst wenige Tage später, ohne Schnee, zeigt sich das ganze Ausmaß dieser Wurzeln. Auch in diesem Tal gibt es einige Sitzgelegenheiten. Nach einer weiteren Brücke steht sogar eine Sitzgruppe mit Tisch. Diese lädt zum Rasten und Verweilen ein. Eine schmale Holzbrücke führt den Weg weiter zu einem Steg. Dieser verläuft über dem Bach parallel zum Wasserlauf. Hinter einer Kurve erwartet uns dann ein weiterer abenteuerlicher Abschnitt. Geführt von einem Holzgeländer erklimmen wir den Hang ein kleines Stückchen. Wir stoßen auf einen weiteren Weg, welchen wir nach rechts direkt wieder nach unten folgen. Der lange Holzsteg bringt uns problemlos über das kleine Tal.
Unser nächster Abschnitt wird uns wieder nach oben führen, vorbei an Feldern und eindrucksvollen Aussichten. Nach diesem vorletzten steilen Anstieg bietet eine Sitzgruppe Platz für eine Pause. Der Weg zur alten Schmiede führt uns oberhalb des Geberbaches in Richtung Golberode. Wie bereits angekündigt, bietet sich uns auf diesem Abschnitt der Wanderung wieder ein eindrucksvoller Blick über die verschneite Landschaft. Der direkte Weg zur ehemaligen Golberoder Mühle ist nur bei trockenem Boden zu empfehlen. Stufen gibt es nur am Anfang und fast ganz unten auf diesem Abschnitt. Der Rest geht auf einem unbefestigten Pfad rund 200 Meter steil bergab. Die alternative Route folgt der Hauptstraße bergab nach Goppeln. Nach knapp 300 Metern beginnt auf der linken Seite zwischen dieser markanten Laterne und dem Wäldchen die Zufahrt zur ehemaligen Mühle. Der befestigte Weg führt uns hinab ins Tal. Etwa auf halber Strecke konnte ich rechts noch dieses wundersame Gebäude im Wald finden. Die Mühle selber liegt unterhalb der Ortschaft Golberode, welche im September 2022 214 Einwohner zählte. 1547 als kleines Mühlgen erwähnt, diente sie der Schrotherstellung und wurde im Zuge der Mühlenreform in Sachsen aufgegeben. Direkt neben der Mühle überqueren wir den Geberbach. Uns erwartet der letzte steilere Anstieg auf unserer Wanderung, an dessen Ende wir Goppeln erreichen werden. Oben angekommen überqueren wir diesen kleinen Parkplatz und laufen dann Luftlinie geradeaus an der Hauptstraße entlang. Nach etwa 300 Metern erreichen wir eine Bushaltestelle. Von hier aus kann man mit der Linie 68 einen großen Teil der restlichen Wegstrecke bequem zurücklegen. Wer von Golberode direkte Route nach Goppeln ohne Mühle eingeschlagen hat, wird übrigens von hier kommen. Natürlich besitzt auch Goppeln einen dieser Wegweiser, welche Reisenden zu allen Zeiten zuverlässig die richtige Richtung weisen. Unser Weg führt uns nun wieder bergab, nach Leubnitz und Dresden. Wer in Goppeln in den Bus der Linie 68 gestiegen ist, muss an der Haltestelle Karl-Laux-Straße wieder aussteigen. Die gleichnamige Straße zweigt kurz vor der Haltestelle ab. Sie führt direkt zum Parkplatz zurück, auf welcher wir unser Auto abgestellt haben. Wir erreichen es nach etwa 800 Metern direkt durch das Wohngebiet. Fuß erreichen wir nach kurzer Zeit wieder die Umgehungsstraße Richtung Bannewitz. Die Ampel bringt uns aber zügig und sicher über die Kreuzung. Dafür überqueren wir diesmal die Autobahn A17. Uns bereitet sich hier ein Panoramablick über Dresden. Der breite Fußweg wird uns von hier einen weiteren Kilometer parallel zur Straße führen. Die letzte Etappe unserer Wanderung führt uns über die Kleinsteinstraße nach Turna. Das erste Stück führt uns durch ein typisches Wohngebiet, wie es in den Randgebieten von Dresden einige gibt. An der nächsten Kreuzung wechselt die Bebauung. Die ländliche Atmosphäre mit Vorgärten ersetzt das eben erlebte Kleinstadtflair. Die Straße führt uns bergab, vorbei an Häusern, Feldern und Wiesen. Weihnachtsliedpauper kommen hier definitiv auf ihre Kosten, wie auch dieses Fachwerkhaus beweist. Unsere Runde ist nun fast zu Ende. Vor unserer letzten Kreuzung zur Donauer Straße lädt auf der rechten Seite eine Pizzeria zum Stärken und Verweilen ein. An der Kreuzung biegen wir nach links ab und laufen entgegen der Fahrtrichtung weiter. Nach etwa 300 Metern erreichen wir dann, ebenfalls auf der linken Seite, den Parkplatz und unser Auto. Mit diesen Fotos endet diese Wanderung. Ich danke euch fürs Zuschauen und freue mich bereits auf die nächsten Touren, welche wir gemeinsam erleben werden.